Okay, Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play NBA 2K15. My Player, Andre Snow, Shooting Guard, Cleveland Cavaliers, Saison 2. Ich glaube, ich habe jetzt alles erzählt. Tipp auf verloren, so. Das vielleicht noch. Ja, ach so, jetzt bin ich gespannt. Passt mal auf, neuer Tag? Nee, jetzt hat er die Einstellung genommen. Ich glaube, der würfelt das manchmal so. Also, soll ich jetzt hier die Einstellung vergessen oder... Darf ich da mal durch die Mitte? Danke. So. Oh, LaMarcus Aldridge. Ja, Mitteldistanz ist absolut seine Distanz. Sehr schussstarker Power Forward. Damals, als er frisch war in der Liga, dachte ich mir schon so, oh, guck mal, der kann aber einiges. Sehr wendig und... Ja, komm. Direkt mal hier, ne? Och, da hat er jetzt echt schon wieder mit dem Fuß in... Also, ein langer Zweier nur. Ja, LMA, da dachte ich mir, boah, guck mal, der hat ja einiges drauf. Schnelle Bewegungen, trotzdem athletisch, stark auch. Nee, das ist ein guter Power Forward. Gefällt mir verdammt gut. Und schön, dass er sich auch konstant jetzt so gehalten hat. Nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich jetzt hier wirklich sehr viel Ahnung vom Basketball habe. Es ist okay, aber es gab auch einige Spieler in... die ich im Laufe der Jahrzehnte auch viel weiter vorne gesehen habe und ja, von dem man nie wieder was gehört hat. Naja, kann man nichts machen. So, ich habe gerne bei diesen, ich weiß nicht, manche kennen es vielleicht, Crossover NBA Fantasy Game mitgemacht und das war eigentlich ziemlich cool. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass er den verlegt. Und da hat man dann halt auch gesehen, irgendwie so ein paar Sleeper ins Team genommen. Und wenn man da Schwein hatte, klar, dann war das toll. Für die Leute, die das auch spielen oder kennen, die wissen jetzt Bescheid. So ein bisschen. Entweder nimmt man halt... Ja, also was heißt entweder? Eine gute Mischung aus No-Brainer, das heißt Spieler, die definitiv einschlagen. Woo, Ball weg. Ja, Batum ist ja auch... Starkes Kerlchen. Muss man natürlich mit seinem Etat haushalten. Ja, ich kann auch gegen Lopez verteidigen im Notfall. Das ist kein Ding. So, Portland für 3. Das ist ein cooler Basketballmanager. Ich glaube, da könnt ihr auch noch mitmachen. Ich spiele dieses Jahr mal wieder nicht mit. Das ist mir einfach, ja, auf Dauer bin ich da nicht ausdauernd genug. Da habe ich echt. Da fehlt mir die Zeit zu. Na, es richtet sich halt, man hat irgendwie ein Etat von x Millionen und kann damit dann halt sich sein Team zusammenstellen. Und klar, die dicken Spieler werden natürlich auch viel kosten, sage ich mal. Und ja, dann bekommt man halt Punkte. Ist so wie bei Communio, müsst ihr euch das vorstellen. Ich glaube, das ist so eher die bekanntere Variante. Ist halt, es richtet sich nach den Boxscores. Ja, Communio geht ja teilweise auch nach Noten, ne? Das ist ja da nicht der Fall, muss man ja auch nicht. Also Boxscores und Turnovers bringen da minus, oder brachten damals minus 2 pro Punkt ein. Block und Steals brachten plus 2. Ja, und so setzen sich halt die Punkte der Nacht zusammen. Und ja, manchmal hat man sich halt Anfang der Saison informiert, ne? Welche Leute, gerade aus Spieler, die so aus der europäischen, aus den europäischen Ligen kamen, da konnte man durchaus auch schon mal echt so ein Glücksgriff machen. So ein 0,5er, also 0,5 Millionen war damals das Niedrigste, was ein Spieler kosten konnte. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Und dann hat man sich halt wirklich so 0,5er da gegönnt und wenn der dann eingeschlagen hat, dann... passte sich natürlich auch der Wert des Spielers irgendwie mit den ersten Updates dann immer an. Also es gab so regelmäßig dann Updates, ich glaube einmal die Woche oder so. Und je nach Boxscores, ja, konnte man dann aus 0,5ern irgendwann mal im Laufe der Saison irgendwie so Millionen Spieler machen. Und man hatte dann auch Trades und konnte dann, weiß ich nicht, auch noch andere Spieler nehmen. Da hat man dann irgendwann mal den 0,5er gegen den No-Brainer eingetauscht, dann gab es Verletzungen, da musste man auch reagieren. Ziemlich cool. Crossover.com ist auf jeden Fall auf Deutsch, kann auch .de sein. Wahrscheinlich ist es sogar .de. So, jetzt werfen wir auch mal einen Dreier. So.
Und hat richtig Spaß gemacht. Aber wenn man es ernsthaft machen will, sollte man dann wirklich noch ein paar Minuten Zeit investieren. Gerade am Anfang, also ein Bekannter von mir hat hier damals wirklich extremst Forschung in der Preseason betrieben, also auch die Testspiele dann nochmal, die Boxscores durchgeguckt und ja, dann die Position, wie gesagt, Glück gehört natürlich auch dazu, bei dem, wie verletzungsanfällig ist der Starter und kann denn der Backup oder der Backup vom Backup, hat der dann Chancen? Und bei Rookies war es immer sehr gefährlich, die zu wählen, weil die waren A, schon durchaus teuer. Und B, muss man dann auch den richtigen Moment dann bekommen, weil Rookies meistens halt gegen diese ominöse Rookie-Wall laufen. Das heißt, so gegen, ja, vorm All-Star-Break oder so, oder beim, ach, ich weiß nicht. Da ist dann in der Regel so, dass die Rookies so ein bisschen einbrechen. Trifft natürlich nie auf alle zu, aber es gibt diesen Mythos. Und Rookies ist ja, wie gesagt, immer sehr, wow, gefährlich. Ich überlege auch gerade, ob ich überhaupt irgendwie Rookies im Team hatte. Ich weiß, dass ich damals mit JJ Redick relativ Glück hatte. Den habe ich sehr günstig geholt und dann hat er wirklich auch bei Orlando, glaube ich, sehr viele Minuten bekommen und schön für drei geklingt und ja. Nate Robinson damals, ganz neu in der Liga, habe ich auch Schwein gehabt. Also ein paar Spieler erinnert man sich noch, natürlich. Durant habe ich in der Saison im Team gehabt, in der er total explodiert ist. War schon cool. Macht Spaß, wer Bock drauf hat. So, ja, schwabbeli wabbeli. Ja, war das jetzt unter Umständen nicht ganz so interessant für euch, aber hier, das Spiel läuft ja und warum nicht auch mal ein bisschen hier dazwischen labern? Ja, hin oder nicht hin, mein Freund der Sonne. Rebound für den Gotti. Andre Snow mit dem nächsten Rebound und LeBron mit den nächsten Punkten. Also, man muss dann doch schon sagen, hier Cleveland ist so ein bisschen Easy Mode, ne? Aber wie gesagt, es wird auch Spiele geben, die vielleicht andersrum laufen oder ganz bestimmt andersrum laufen. Und ja, ich meine, warum auch nicht? Ich erinnere mich an Saisons von den Bulls, grandiose Saisons, wo kaum Spiele verloren wurden. Ne? Jetzt muss ich doch mal gucken hier, ob der Tim geschrieben hat, der olle Lump. Nee, hat er nicht. Ich habe nämlich aus rein eigenem Interesse gefragt, ob es heute neue Folgen von Pineview Drive gibt. Leute, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ne, genauso wie Legend of Grimrock, also, dann habt ihr was falsch gemacht und verpasst. Und nochmal sei gesagt, Sachen wie FIFA, Madden, NHL, die Sims könnt ihr alles haben auf Anfrage. War Thunder von mir aus auch. Also wenn ihr sagt irgendwie hier, wie sieht's denn mal wieder aus mit einer Folge XXX? Das klingt jetzt blöd, oder? Mit einer Folge XY? Einfach in die Kanaldiskussion reinschreiben, ja? Oder per E-Mail an uns senden. Und das bekommen wir hin. E-Mail-Adresse geht auch hier godi@huihomies.de. Auch da könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Oder tim@huihomies.de. Das ist dann halt der Timmy. Wenn ihr da zum Beispiel sagt, hör mal hier, ne? Der Tim, der macht so schöne Let's Plays mit Grimrock und Pineview und ist auch bei 7 Days to Die einer meiner Lieblinge. Dann glaube ich euch kein Wort. Nein, dann schreibt den Timmy an. Wenn ihr sagt irgendwie, hör mal, Tim, es wäre voll super, wenn du hier noch dies oder das Spiel hättest, da nicht mehr Interesse dran. Der Tim macht das. Oh, den habe ich nicht, den wollte ich faken und nicht werfen. Verdammte Piep. Der Tim steht so auf Indie-Games. Wenn ihr da Tipps habt, ja, dass ihr sagt irgendwie, hör mal, dieses Spiel, das musst du dir ansehen oder irgendwie bei Kickstart, ja, was springen lassen, dann hast du irgendwie hier so eine Vorab-Version und das Spiel, das rockt und da bist du der richtige Typ für, ne? Tim@huihomies.de. Beim Sepp genauso. Und wobei der Sepp, was deckt der eigentlich für Spiele ab? Ich weiß es nicht. Ist ja unser DC Universe Mensch. Ach, da darfst du auch mal danken.
Nur der ist frisch verliebt. Der kommt momentan eher weniger zum Zocken. Wobei, da könnte man aber auch irgendwo. Es ist eigentlich hier ein Let's go to bed together oder so. Ich glaube, ich leihe dem Sepp mal meine Videokamera und dann können wir da mal gucken, dass wir irgendwie ein paar hübsche Bilder irgendwie eingefangen bekommen. So, LeBron, wie wär's mit einem Block hier auf der Seite? Was hältst du davon? Gar nichts, okay. Also schreibt uns, habt keine Angst, wir beißen nicht. Und, woi! Wir sind offen für alles. Hört uns gerne Spielidees an. Idees. Spielidees. Na gut, Ideas vielleicht. Nee. Ideen zu Spiele, Ratschläge zu Spiele, Wünsche. Wir können natürlich nicht alles erfüllen. Unser Budget ist knapp. Also wir machen, ich habe das glaube ich schon mal, wir haben das schon mal in 7 Days to Die angesprochen. Wir machen hier ja alles auf private Kosten. Das heißt, gut, wir holen uns aber auch nur Spiele, worauf wir Bock haben. Also die wir wahrscheinlich sowieso zocken würden. Und trotzdem, wenn ihr jetzt irgendwie extremst Bock auf irgendein Spiel habt oder so, dann schreibt uns und möglicherweise deckt sich das ja auch mit dem, was wir eigentlich zocken wollten. Ah, Batum, so kenne ich die schon eher. Oder es ist halt ein Spiel, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben und worauf wir richtig Bock haben. Ne? Ich meine, so Spiele, ich muss mal eben ganz kurz hier einen kleinen Penner hier vernaschen. Oh ja. Ja, das hat mir gefallen. Empfehlungen, Spielempfehlungen sind ja immer mal was Schönes. Mir braucht ihr zum Beispiel keine Strategiespiele empfehlen. Da kommen wir nicht zusammen. Der Tim ist da schon eher, glaube ich, anfällig für. Ich weiß wohl, dass der Chris und der Tim, die haben damals sehr viel StarCraft gespielt, oder wie dieser Rotz heißt. Und, ja. Sportspiele bin ich dabei. Von mir aus auch Managerspiele. Und ja, Horrorspiele soll eher wohl eher so der Timmy machen. Wobei ich ein bisschen liebäugle mit einer The Evil Within. Ja, mal gucken. Weil ich glaube, die Jungs würden das sehr lustig finden, wenn ich diesen Mist spiele. Ich bin da sehr ausfallend zu so Zombies und Monstern dann immer. Und es tut mir auch leid. Weißt du, letztens kamen sie hier in WhatsApp und meinten so, wie sieht das denn aus hier? 4 online. Ist das nicht was für uns? Ist kostenlos. Ja, dann haben sie gesagt, André, lad mal runter, guck dir an und sag, wie es ist. Ja, klar, ne? Und ja, ich weiß, dass ich vor zig Jahren, ich glaube, ich weiß nicht, irgendein Vierteil mal angespielt habe. Bis dann dieses verkackte kleine Zombie-Mädchen, nein, Geistermädchen, Erscheinungs... ihr wisst da, dieses Girl, und das geht gar nicht. Also auch Horrorfilme mit Mädchen in Kleidern, ja in weißen Kleidern, ist für mich nicht akzeptabel. Und bei 4, was kommt da direkt in der ersten Szene im Tutorial? Da kommt dieses verdammte Mädchen in einem Kleid auf dich zu. Ja, da war dann hier die Messe gelesen, ne? Da war dann Ende schon wieder. Und dann habe ich A, das Mädchen sehr beleidigen müssen und B, dann auch hier die anderen beiden Hui-Homies. Oh. Ja, LeBron hat Dreieck jetzt. Oh, ganz stark. Oh, den muss er machen. Nein. So ein schöner Spielzug. Ja, immerhin. So. Ja, das ist natürlich nicht lustig, sowas. Ich hasse es. Ich kann es nicht leiden. Offensiv-Foul, das ist natürlich auch mal eine mutige Entscheidung. Junge, Junge. Ja, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass einige Leute es sehr lustig fänden, wenn ich mal so ein komisches Gruselspiel spiele. Sagt man Gruselspiel oder klingt das schon wieder zu weich? Ach. Ja. Und Leute, jetzt hier, ja, ich kann es ja sagen, die Folge ist ja hier, ich nehme ja momentan leider NBA
nicht auf Vorrat auf. Das heißt, was ich jetzt gerade hier spiele, wird auch direkt gleich noch online gestellt. Ist natürlich jetzt arbeitstechnisch alles ein bisschen schwieriger unter einem Hut zu bekommen. Jetzt gehen die langen Tage wieder los. Und ja, ich versuche NBA-mäßig jeden Abend eine Folge rauszubringen. Ich kann euch da nichts versprechen. 7 Days to Die haben wir auf Vorrat. Die haben wir, wenn wir dann 7 Days to Die Abend machen. Übrigens, Leute, 7 Days to Die, schaut rein. Richtig cool, geiles Zombie-Survival-Game und wir spielen das ja im Let's Play Together. Das heißt, der Sepp, der Tim, ich und eigentlich auch der Chris, aber der ist ja momentan auch ein bisschen verliebt. Allerdings eher in Destiny. Hey, Moment mal. Vielleicht ist Destiny ja gar nicht das Spiel mit gemeint, sondern irgendeine Stripperin. Egal. Aber in der Regel ist sie eigentlich auch noch dabei. Und ein richtig cooles Spiel. Und wir labern da so richtig viel Scheiße. Ihr glaubt, hier ist das schon viel. Haha. Nö, nö. Da habt ihr auch kein 7 Days to Die LP von uns gesehen. Aber wir haben Spaß in der Backen. Und die Zombies auch. Und alle sind glücklich. Und hast du nicht gesehen. Aber was wollte ich überhaupt sagen? Verdammt. Dass ich Folgen momentan. Ach so, ja, dass ich versuche, eine Folge pro Tag irgendwie hier noch hochzubekommen. Am Wochenende möchte ich dann wieder. Ja, gut, da gucke ich Fußball. Morgen ist ja auch wieder Fußball. Oh, morgen wird hart. Fällt mir gerade ein. Morgen ist Champions League. Ja, und, puh, ich weiß nicht, ob ich morgen eine NBA-Folge hochknallen kann. Na gut, pass auf, die ich jetzt gerade spiele, die lade ich heute definitiv noch hoch. Indiana Ehrenwort. Und, ja, allein schon für meinen Kollegen, den Lux, ne, und den Pascal und den Clay Allison und den Worldplayer und den Ghost und den Snapback und ja, wie sie nicht alle heißen. Badam bam bam. Vielleicht zocke ich dann aber gleich noch eine Runde und wandel das dann morgen schon mal um und pack's hier in die Warteschleife. Dann habt ihr nämlich morgen auch was zu gucken. Ich muss mal schauen hier. CJ McCollum. Okay, alles klar. Ja, man glaubt es gar nicht, ne? Aber so ein Kanal kann auch in Anführungszeichen Stress bedeuten. Aber ganz ehrlich, das ist positiver Stress. Zocken würde ich den Mist sowieso. Warum nicht dann auch noch eine Aufnahme starten und ein bisschen Unsinn labern? Ja. Genau, E-Mail-Adressen habe ich rausgehauen. Was gibt's denn noch Neues? Was kann ich euch denn noch erzählen? Ach so, hier! Leute, ne? Also wenn ich ihr wäre. Hä? Nee, Moment, kann ich Mehrzahl sein? Wenn ich ihr du wär, also wenn ich einer von euch wäre, dann würde ich mir jetzt schon mal drei Kreuze an Halloween machen. Ja, denn wir wissen noch nicht, was wir tun, aber wir wissen, dass wir was tun wollen. Ein kleines Halloween-Spezial ist geplant. Ja, mal schauen. Der Timmy hat auch schon halb zugesagt. Ich weiß noch nicht, was mit dem Sepp ist und mit dem Chris und. Vielleicht haben wir ja noch ein paar Gastauftritte. Vielleicht schnappen wir uns ja noch hier ja, mal gucken, mal gucken. Und ich weiß noch nicht, was wir dann machen. Vielleicht ein Hardcore 7 Days to Die Event? Livestream Twitch? Ich habe noch keine Ahnung, ehrlich. Oder ich blamier mich bei dem PT-Demo. Oder wir zocken The Evil Within und amüsieren uns im Teamspeak über mich. Keine Ahnung, wenn ihr Ideen habt, was könnten wir an Halloween für euch machen? Wir können euch auch Gruselgeschichten vorlesen. Sollen wir das machen? Wollt ihr den epischen Thrill? Und dazwischen macht der Tim dann eine Pineview-Folge noch und dann, Mal gucken. Der Sepp könnte auch Facecam anmachen und dann habt ihr Grusel für ein ganzes Jahr. So, Sepp, den Spruch hast du verdient, nachdem du mich letztens angepisst hast, ne? Also, nicht so. Ach, jetzt kann ich's auch schon wieder. Eklig versaut. Ah! Er hat mir irgendwie im WhatsApp hat er mir. Ach so, da habe ich gefragt, genau, was ist mit Halloween? Da hat er gesagt, heißt das nicht jeden Tag, wenn du in den Spiegel guckst? Als Maul. Entschuldigung, so. So, was hätte ich noch im Angebot hier? Ich habe noch im Angebot
FIFA Pro Club. Mit den Jungs spielen wir auch hin und wieder. Und also nicht mit den Jungs, die ihr vom Kanal kennt. Aber wobei der Tim wollte sich wahrscheinlich demnächst auch eine PS4 holen und dann auch wieder FIFA mitdaddeln. Ach Gott, ich hatte doch. Mein Gegenspieler war doch vorne und ich war doch dran schon. Warum kommt da noch ein anderer? Egal. Also FIFA hätte ich noch im Angebot. Erwartet bitte nicht von mir, dass ich. Ball ist schon wieder weg, schön. Dass ich FIFA so spiele, irgendwie. Offline Beer Pro habe ich ein paar Folgen hochgeladen. Resonanz hielt sich in Grenzen. Auf Wunsch mache ich auch gerne das weiter, wenn es sein muss. Wobei, war nur halb anturnt, ehrlich gesagt, ne? Kein Schritt nach. Warte mal. Ah, Risikopass! Oh, der kommt an und dann spielt er den. Ich kam raus. Ah. Ja, doch, Irving kannst du da anspielen. Gegensbrett. Warrager! Wow! Des Weiteren, was könnte ich denn noch hier so vorschlagen? Also auf PS4. Ich hätte noch. Jetzt haltet euch fest, ich habe noch hier das Tour de France, das diesjährige. Das hätte ich noch im Angebot. Ansonsten, nö. Keine Ahnung. Habt ihr Pech. Aber egal, wenn ihr irgendwelche Spielevorschläge habt, habe ich ja schon gesagt, Kanaldiskussion, also hier einfach auf der Hauptseite von unserem Kanal auf Diskussion gehen und dann könnt ihr da gerne mit uns schreiben und wir antworten auch garantiert. Und schlechte Wurfauswahl ist gerade von mir. Schon die ganze Zeit jetzt hier. Ja. Oder halt per E-Mail, ne? E-Mail-Adressen habe ich jetzt hinreichend genannt. Menschenfreund@googlemail1978@googlemail.com, keine Ahnung, geht natürlich auch. Aber wir werden die E-Mail-Adressen alle nochmal irgendwie, wenn es soweit ist, hier anständig veröffentlichen. So, jetzt habe ich euch genug Unsinn und Mist gelabert. Was für Themen wir alles heute hier, ne? Von crossover.de. Richtig gute Spiele übrigens nochmal, ne? Also, ne? Bis hin zu Genitalherpes. Ne, das Thema hatten wir noch nicht, ne? Da kann euch auch der Chris mehr zu sagen. Wenn der mal von Destiny wieder wegkommt. So. Na komm hier! Nächste Scheißwurf. Verdammt! Jetzt werde ich aber langsam ein bisschen. Ja, komm. Den habe ich gerade auch probiert. Wie viele Rebounds haben wir eigentlich? Acht. Na guck. Jo. Da ist der Ball schon wieder weg. Jo. Egal, er kann es mich anspielen. Ganz genau, so läuft es nämlich. Wuschikowski! Ah, jetzt ist übrigens heute in diesem Spiel. Ich bin äußerst überrascht, wenn ich ein gutes Wurftiming hinbekommen habe. Waren die Dinger auch alle drin? Fand ich gut oder finde ich gut oder möchte ich so haben? Gab es eigentlich einen Patch, den ich nicht gesehen habe? Ah, das wird der neunte Rebound. Ja. So, BGM gibt es natürlich auch. In den nächsten Tagen wieder. Nehmt es mir nicht übel. Ich finde den Modus gut. Den werden wir auch weiter spielen. Aber halt nicht so oft. Oh nein! Warum hat der manchmal das zwingende Bedürfnis nach einem Pumpfake voll durchzubrettern? Also BGM mache ich auf jeden Fall, weil einige Leute finden den Modus ja durchaus spannend und interessant. Ich treibe den Ball mal nach vorne. Komm hier. Der kann eigentlich auch mal ein bisschen schneller da. Oh nö, schade. Und ja, was haben wir noch? Och, Projekte geplant. Ich spiele mit dem Gedanken mir, das bald erscheinende, ich glaube nächsten Monat irgendwann mal oder 3 Wochen noch, das neue Pro Evolution Soccer zu holen. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, weil mir die Demo dann doch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, aber das werdet ihr dann sehen. Des Weiteren ist noch irgendwas. Hat der Timmy nicht noch irgendwas auf der Kiste, was er gesagt hat? Irgendwie, oh ja, hier bald. Nee. Keine Ahnung.
Aber wir regeln das schon. Alles drin. Komm, den Rebound, den darfst du aber noch zählen lassen eigentlich. Ja, Halbzeit, würde ich sagen. Ja. Ja, Stand jetzt gerade ist, dass wir 175 Abonnenten haben. Leute, danke dafür. Was? Keine Ahnung. Aber bedeutet natürlich für uns, der Druck steigt. Bei 199 Abonnenten haben wir eigentlich ein großes Special angekündigt. Das werden wir auch halten. In welcher Form das aussieht, weiß ich nicht. Wir wollten eigentlich, beziehungsweise ich sag mal, ich habe viele Hersteller angeschrieben, von Rocket bis Avermedia bis Spielehersteller, Publisher und hast nicht gesehen. Und da mal ganz unverbindlich nach ein paar kleinen Sachen gefragt. Kugelschreiber mit deren Logo drauf oder Sticker oder was weiß ich, was man halt so hat, Feuerzeug, keine Ahnung, ist mir auch egal. Und ja, bis jetzt gab es überall nur Absagen, beziehungsweise es gab die Antwort, dass es für die Unternehmen, dass die erst sponsoren, ja, ich habe hier nicht nach einem Sponsor gefragt, ich habe einfach nur gefragt, ob die was rausbringen, aber egal. Die sponsoren erst bei 1000 Abonnenten. Irgendeiner meinte auch erst ab 1500 und einer meinte ab 5000. Also wir haben viele Leute angeschrieben und Firmen angeschrieben. Manche haben auch gar nicht mehr geantwortet. Ja, ab 1000 Abonnenten, ganz ehrlich, wenn wir 1000 Abonnenten haben, dann nutzen wir lieber hier die paar Euro, die wir durch den Kanal sowieso einnehmen, um unabhängig für euch irgendwie Gewinnspiele zu vereinbaren. Ja? Ganz ehrlich, dann kaufe ich lieber ein paar Keys im Game Shop und knall die so raus. Beziehungsweise dann könnte man. Ich weiß nicht, warum man sich dann noch groß sponsoren lassen muss. Da kann man meiner Ansicht nach viele Kosten schon selber decken. Aber gut, wir behalten diese Namen natürlich im Hinterkopf. Und ich finde wirtschaftlich gesehen, es ist doch angenehmer, einfacher und weniger kein Fuß. Oh, und den kriegt er noch, der kleine Lümmel. Ist ja unglaublich. Ist es nicht wirtschaftlich klüger, ein Unternehmen eine kleine Geste zukommen zu lassen, die gerade im Aufbau sind? Ja? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Unternehmen XY wäre, kann mir niemand erzählen, dass die nicht da schon im Vorraum des Hauptsitzes nicht irgendwo eine Packung oder einen Karton mit Kugelschreibern rumliegen haben. Könnt ihr mir doch nicht erzählen, hat doch jeder. Oder Aufkleber oder was weiß ich. Wir wollten ja nichts Großes, wir wollten irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit. Die hätten wir dann irgendwie hier zu ein paar Sachen, die wir eh noch haben, zum Verlosen, hätten wir noch dabei gesteckt und alle wären Yippie. Ich meine, auf der Gamescom werfen sie den Scheiß ins Publikum. Ja, und gut, ich habe ja auch eigentlich direkt nach der Gamescom die Unternehmen auch angeschrieben. Und hier erzählen sie mir was. Nee, wir sponsern erst ab 1000 Abonnenten. Ja, dann macht ihr das mal. Da habe ich aber kein Interesse mehr an euch. Oder wir haben kein Interesse mehr. Ganz einfach. So. Ich werde natürlich weitersuchen, ja, dass wir dann so ein kleines Gewinnspiel machen können, wo ihr auch mal ein bisschen was absagen könnt. Und als einfach nur als Dankeschön von unserer Seite. Denn das habt ihr euch echt verdient. Und allerdings möchte ich jetzt auch nicht wirklich hier, dass wir da auch noch mehr Geld rauskloppen. Das muss jetzt auch nicht sein. Wie gesagt, wir haben ja Game Capture Karte und die ganzen Spiele und so. Das ist natürlich. Ja, geht schon ins Geld. Ach, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Wie gesagt, ja, ein paar Keyshops, die man noch anschreiben kann und wobei ich da auch ja, letztens schon überlegt habe, was da noch so möglich ist. Wow, das, ja,
War aber meiner Ansicht nach hier schon, ne? Wie heißt es? Flagrant? Flagrant Foul? Also ein hartes Foul, wo er gar nicht mehr zum Ball ging, sondern einfach hier an unseren Armen rumgerissen hat. Erschreckend. So. Ja, 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 ja. Ja. Ich hab, ja, eine Idee habe ich noch. Ich muss da mal, ja. Ich werde mir da noch was einfallen lassen. Oder hier der Tim. Und der Tim ist auch ein ziemliches Organisationsgenie. Irgendwas werden wir da schon hinbekommen. Ja, einer davon dann, nein. Ich dachte, einer kommt dann mal und macht den Schritt nach links, um irgendwie hier zu helfen. Übrigens sind wir 11 hinten, sehe ich gerade. Wie ist denn das passiert? Hä? War ich doch auf der Bank? Ist das während meines dummen Gelabers hier passiert? Ist ja erschreckend. So, ich würde mal sagen, hau den mal rein. So sieht es aus. Ah, ein langer Zweier nur. Kenne ich, Lebron. Mach dir keine Sorgen. Bei mir ist auch immer der Zehennagel vom großen C im Feld oder so. Ja, das ist ja hier, ne, blöd. Ja gut, okay. Wenn die jedes Mal frei zum Schuss kamen, dann kann das schon passieren hier. Woo! Also heute treffe ich hier aber mal so richtig viel. Also perfekt. Und der war nicht unwichtig hier, oder? Denkt uns wenigstens so ein paar Punkte wieder ran hier. Jetzt wäre es natürlich echt genial, wenn wir mal hier den Angriff hier verteidigt bekommen. Jo, na also, und jetzt nochmal schön punkten hier und dann sieht die Welt doch schon wieder rosiger aus. Boah, ich war ziemlich frei, aber gut, Lebron vertraut seinem eigenen Wurf mehr als dem Pass auf mich. Kann man machen. 57% aus dem Feld. Wir hatten eine Phase, da war die Wurfauswahl nicht so pralle von uns. Aber... Ja, okay. Darf ich mir auch mal erlauben hier. Aber ich bin durchaus zufrieden. Ja, gehst du bitte zu deinem Mann? Warum? Unglaublicher Typ. Sehr gut. Und ab geht er. Der soll eigentlich auf LeBron gehen. Und auch schon eigentlich bei meiner ersten Ballannahme. Danach wurde es chaotisch. Naja. Genau, 199 Abonnenten. Da wollen wir was Spezielles abziehen. Ich weiß noch nicht was. Aber es soll gut werden. Ab da, Leute. Ah, schade. Und ja, im Moment muss man schon sagen, wächst der Kanal stetig so schnell, dass es ja uns erfreulicherweise jetzt ein bisschen die Zeit wegläuft. Aber wir müssen ja das Special nicht genau machen, wenn wir 199 haben, sondern wir können ja ein paar Tage später kommen. Mal gucken. So. Oh, was denn jetzt hier? Hier durch und dann... Jo, komm. Ah, passt. Etwas früh, aber Qualität A habe ich nicht gesehen. A minus. Ah. So, auf 4 dran. Man muss nur mal irgendwann mal hier, ne, den Tiger rauslassen. Ihr kennt das. Ihr wisst doch genau, was ich meine. Wenn ich ihr wäre, dann so. Ah, da ist der Verteidiger weggehuscht. Oh, jetzt habe ich auch übertrieben.
Wow. Leonard. Huh. Schön, Livon. Danke. Eigentlich dann blöd verdribbelt hier. Festgedribbelt und Notpass raus und LeBron mit der richtigen Aktion. Ne. Oh! Lass du weiterlaufen! Lass doch einfach nur weiterlaufen. Wir wären durch gewesen. Oh Mann. Was für Schiris. Oh, ernsthaft? Puh. Kann er eigentlich selber machen, oder? Muss er eigentlich selber machen, naja. Der Snowman ist da. Kein Thema. Ein Rebound möchte ich gerne noch holen. Na, den nicht. Tick rein! Ja, warum hänge ich hier in den Zuschauern? Batum. Ach, Offensiv-Rebound. Nein. Jetzt sind es wieder 6. Kann ich. Übertrieben. Dumm, 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 dumm. Aber irgendwie kommen wir mit dem ersten Schritt auch nicht an den Leuten vorbei. Also irgendwas ist wieder... eigenartig. Zu nah, um zu schießen und ne, Moment. Doch, aber auch zu nah, um dran vorbeizugehen, ne? Ne, zu weit weg, um... Ach, lass mich doch in Ruhe. Den kann ich aber schießen. Wieder nur ein verdammter Zweier. Hört doch auf. Soll ein Dreier sein. Was soll ich mit einem Zweier? Das bringt uns gar nichts. Dann kann ich auch näher dran. Oh ne, kommt er ja nicht. Und Arm hoch. Arm hoch, Arm hoch. Ah. So, wo geht es ab? Hier geht es ab. Ach! LeBron ist Dreieck. Verdammt! Ich hab jetzt... Wer hat den denn auf Power Forward gestellt? Dreck! Automatisch hier, ne? Passsymbol, Pass gemacht und dann auf Viereck, ne? Auf Small Forward. Aber nö! Ah, komm, komm! Sehr schön, danke fürs Übernehmen. Ja, nimm du den, ich nimm den. Sehr gute Defense. Ah, ja gut. Ah, kickt auch nicht mehr. Immerhin. Ja, jetzt kannst du wieder rausschieben. Okay, 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 okay! Ach, schon wieder nur 2! Mann! So, und dieser eine Rebound fehlt mir immer noch. Ja, also. So. Schön. Faul. Ja. Puh. Er ist ja noch frech und beschwert sich. Unglaublich.
Unfassbar, Leute. Seht ihr das auch so wie ich? Ah, und übrigens hier, ne? Double Double. Nur mal so ein Rande. So, zwei hinten. Also Portland zwei vor. Könnte halten wie ein Dachdecker. Zwei Unterschied. Nicht zu unseren Gunsten. Ja, ein bisschen zu weit für Aldridge. Ist das echt mein Gegenspieler? Rebound! Jo, mach ich schon. Echt, warum macht er denn sowas? Nein, 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 mach nicht so einen Scheiß. Drück ab! Ach, du Feigling. So. Ja, siehst du? Und bereuen wir was? Nein. Nicht im geringsten. Denn nur die Leute, die auch mal was wagen, sind am Ende die Sieger. Oder die Verlierer. Aber das interessiert keinen. Denn wenn du was versuchst und gewagt hast, dann kannst du gar nicht verlieren. Düpp. Düpp. Hier. So. Vier hinten. Wir gehen ins letzte Viertel. State Farm Assist of the Game. Gucken wir uns nicht an. Alle Mann in die Zone. Ja, Zone sichern. Rudel kuscheln. Zone, Zone. Die Zone ist dicht. So sieht's nämlich aus. Zone. Zone. Ja. Irgendeiner muss da mal ausblocken. Ich meine, es war witzig, dass wir uns alle hier in der Zone befinden dann, aber... Ja. Was ist das denn jetzt hier für ein Spielzug? Tja, aber es bewegt sich auch irgendwie keiner, ne? Schön, LeBron. Ah! Da guckst du dann so, ne, nachdem du dann nicht weiter weißt und irgendwie... Ja, gehst du oder... Nee, jetzt bleibe ich hier. Sehr gut. Wow, 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 wow! Ah! Na, bitte. Three! Warum höre ich hier meine Fliegeralarm-Sirene Dingsbums eigentlich nicht heute? Wow! Lopez, Offensivfoul, Bitch! Naja, oh, kein Bock hier unten, ihr zwei, Kaspar, ne? Einer, nur einer muss irgendwie den Schritt nach innen machen. Und schon haben wir eine ganz andere Situation. LeBron ist wütend. Wuhu. Ja, kann man mal so machen. Ja, okay. Lauft einfach alle immer durch und in mich rein und wie ihr wollt, ist gar kein Problem. Marcus Aldridge, Damian Lillard, für zwei.
Ja, LeBron ist da gut genug für. Hätte er noch auf D'Alembert durchstecken können, theoretisch. Aber so ist es natürlich für uns noch erfreulicher. Ich meine, 6 Assists, man schnüffelt schon wieder so ein bisschen am Triple-Double, ne? Schön. Ah, da haben wir kein Glück. Jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir ihn endlich. Und Kyrie Irving geht ab und versucht es hier selber und macht es auch. Wunderbar. Auf einen ran. Let's go, Cleveland! War gut. Vielleicht werde ich auch noch Hallensprecher irgendwann mal. Amuch, schön. Habe ich. Amuch, helfen, helfen. Rebound. Ja, nein. Doch, jetzt nein, doch. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. So, wunderbar. Und Fast Break. Fast Break. Das andere Fast Break Ding. Kann Thompson nicht von da? Ist das nicht seine Distanz? Vielleicht von da? Woo! Führung! Cavaliers! 83-82! 7 Minuten 40 noch zu spielen im vierten Viertel. Und dann bleibe ich in eine Mischung aus Gegner und eigenem Mann da irgendwie hängen, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Führung Trailblazers! Ja, komm, ich spiele mir doch eine Pille. Ja, nehme ich! Ach, aber LeBron macht die Punkte. Danke. King James. Ja, LeBron James, habt ihr gerade gesehen, die Einblendung. 33% glaube ich in der ersten Halbzeit und jetzt 88% auf dem Feld oder? Keine Ahnung, irgendwie wahrscheinlich. Ja. Das macht einen Superstar aus, ne? Dass er da ist, wenn die Kacke am Pullern ist, ne? So. Das ist eigentlich ein Foul. Aber wir spielen auf Thompson und das ist der nächste Assist. Und jetzt riecht es schon wieder wirklich sehr stark nach Triple-Double. Wer hätte das denn gedacht? War ich nicht drauf aus? Ich meine, ich nehme ihn natürlich sehr gerne, immer wieder. Aber ich dachte mir so, assistmäßig liegen wir so weit weg und überhaupt, ja, komm hier. Double-Double ist ja auch schön. Und ja, Double-Double, den will ich dann doch schon haben, nach Möglichkeit. Aber zwei Assists noch. Und das Problem ist, wenn ich jetzt wirklich gezielt auf Assists gehe, dann mache ich wahrscheinlich ein Double-Double noch in Turnovers. Also das sollte ich jetzt nicht tun. Ich muss auch noch ein bisschen schießen hier. Wobei, da treffe ich jetzt gerade mal gar nichts. Ja, lauf einfach mal from coast to coast. Einfach auch durch die Leute durch und hast nicht gesehen. So, dann treiben wir mal das Ding nach vorne. Jetzt sehe ich gerade nichts mehr. Aber jetzt. Boom! LeBron James. Das sah mir schon von vornherein so komisch gestopft aus, wie da die Blazer standen. Naja. Oh ja, Kyrie Irving mit dem Steal und der Möglichkeit. Waiters, der Angriff ist versaut. Und da ist sogar noch. Da verliert er das Ding sogar noch. Das ist ja nur halb gut. Hier in der Zone, ja gut. Ist auch nicht dein Mann, ne? Kyrie? Komm, ich glaube, ich nehme den lieber, weil ich dann doch noch einen halben Kopf größer bin als Kyrie Irving. Ich glaube, wir müssen den beide nicht nehmen. Sehr gut. Ach, verdammt. Ja, ich will ja LeBron spielen. Ja. Ah! Okay, merke, LeBron ist schon wieder Power Forward, das heißt auf dem Dreieck. Anscheinend bin ich Small Forward. Denn viermäßig hat er da gar nichts gepasst. Ja, war blöd, ne? Ja.
Ausgleich, 89-89. Drei Turnovers haben wir auch schon wieder. Toll. So. Ach komm. Freier Schuss, genau die Mitte. Jetzt geht die Scheiße nämlich schon wieder los. Sowas muss rein, Leute. Muss. Da gibt's keinen Vertun in der NBA. Einen aus der Mitteldistanz schießen lassen. Was durchaus einer seiner Stärken ist. Dann ist das Ding drin. Ohne Wenn und Aber. Mach ihn. Faken. Einmal faken und dann hoch. Ich glaube, das ist erfolgreicher. So äußerst spannende Situation. Und da knallt da so ein Dreier rein. Wollt ihr mich verarschen? Ich schieß, treff das Wurftiming haargenau und das Ding ist aus Mitteldistanz nicht drin. Und der knallt hier das Teil gut gedeckt einfach mal so rein, ja? Alles Paletti. Harr. Transition laufen, okay. Ja. Verdammt, da kommt der noch angeschossen, ey. Ich glaub das nicht. Batum. Eigentlich kein Filigran-Dribbler, ja genau. Und keiner zum Rebound, weil die mich hier alle wegschubsen. Da kommen die eigenen Leute da an und kloppen dich so weg da. Ja, 5 hinten würde ich sagen, ne? Habt ihr noch eine Idee, Kyrie? So, LeBron läuft raus. LeBron für 3. Nö, LeBron hat keinen Bock mehr. Okay. Da darf man faul pfeifen, Leute. Da darf man faul pfeifen. Na, auch da pfeifen kein Foul, sondern Goaltending. Naja, Punkte und weiter geht's. Zwei Minuten, 6 Sekunden. Also, das wird hier ein richtig enges Ding. Ja, am Anfang des Spiels habe ich ja noch gesagt, irgendwann gibt es bestimmt auch mal wieder Spiele, die nicht so gut aussehen, weil der Start einfach grandios war und dann plötzlich wusch, ne? Und jetzt seht ihr es ja. Richtig enge Kiste und momentan Tendenz zur Niederlage. Ja, übernehmen schneller. Das muss ein Hauch schneller gehen. Komm lieber und mach das Spiel schnell. Schnell, schnell, schnell. Das ist das Gegenteil von schnell. Das ist gerade... Drück ab! Oh, Backe. Samuel Dellenbär! Offensiv Rebound und dann ganz schwierige Punkte. Bringt uns wieder auf einen ran. Jetzt heißt es natürlich knüppelharte Defense. Aldridge. Oh, mit Brett oder was? Keine Ahnung. Hat da keine Mühe, seinen Gegenspieler abzuhängen. Das war zu einfach. So, LeBron im Post. Ja. Wenn er schneller spielt, wird's besser. Aber wenn er spielt, als wäre er auf 1 Kilo Gras, dann endet es genauso. Ja, dribbel du mal ruhig, komplett verkrüppelt da durch die Gegend. Wirst ja noch belohnt. Der sitzt nicht. Dellenbär macht das Spiel mit dem Pass auf LeBron langsam. Und wir müssen jetzt einen Dreier klinken. Und es war nun wieder ein langer Zweier. Leck mich doch am Arsch. Unfassbar. Oh ja!
Foul! Foul! Ey! Ist es zu glauben? Unfassbar! Junge, Junge. Aber wir haben hier mit unserem Double, mit Kyrie, haben wir, ich glaube, Lillard zum Turnover gezwungen. Und jetzt, verdammt nochmal, sind wir einen vorne. Einen vorne! Spannung! Lillard nimmt den Schuss, wir holen den Rebound und dribbeln jetzt ganz schnell nach vorne, bevor wir gefoult werden. Jetzt kommt das Foul. Denn die wollen uns natürlich jetzt direkt an die Linie schicken. Aber noch sind sie ja nicht über der Foulgrenze. LeBron! Na, okay. Und der geht jetzt an die Linie und hat jetzt die Möglichkeit, wenn er beide macht... Oh! Aber du wolltest ja den Ball, ne? Oh, er verwirft beide! Er verwirft beide! Da wirst du bekloppt! Mister, ich stehe über allem! Gib mir das Ding! Oh! Ich denke mal, Kyrie oder ich werden mindestens einen reingehauen. Und jetzt haben sie die letzte Möglichkeit. Wir holen den Rebound. Aus, das Spiel ist aus. Wir gewinnen mit einem. Woo! 97 zu 96. Was für eine Dramatik dann doch noch am Ende des Spiels. Und ich glaube, so machen wir das jetzt immer. Ich erzähle drei Viertel lang einfach nur Müll. wie konnten diese Flügel man so? Ich bin gesprungen, weil der Ball im Korb abgeprallt ist. Und das vierte machen wir nochmal richtig spannend. Schön. Ich habe schnell reagiert, oder? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Komm hier. Scheißegal, was du laberst. 948 Credits. Das Coins-Dingsbums hier. Das geht echt voran. Das gefällt mir. Ja, das ist ja erfreulich. Gibt's noch irgendwie was ganz Spannendes jetzt hier? Schuhmäßig? Ich würde mich sehr über so eine Schuh-Cutscene freuen. Verdammt, wir wollen den Deal endlich. Mit was eigentlich? Nike? Jordan? Arena-Tunnel, okay. Hey, Coach, how you doing, man? Ach, der Highschool-Coach. Oh, come on, man. I've known you since I was 12 years old. I know something wrong. So what's up? Forget it. You know, you're a professional athlete. Uh-huh. What's this, Dallas? You got enough to worry about. Man, fuck all that, man. You family, coach. What's going on? All right. Engineers from the county said the gym at the school has structural damage. That, quote, poses a significant threat to the public. Until such a time repairs can be made, the structure must be shut down, unquote. Hold on. They want to close the gym? Our gym? Unless we get a sudden infusion of cash. Look, it hurts to ask. But if you could contribute financially, you know, the coaches. Hello again! I really appreciate it. We wouldn't have to go across town and play at that rec center. Heck, we could. Oh, yeah! An Eigenhalle! Die Andre Snow Stadthalle. Bin ich dabei? Ey, ja, 1000 Coins, aber die haben wir doch. Die haben wir doch ein Spiel, haben wir die fast schon wieder drin, die Arschlecken. Ja. Aber hier, ne, das Ding heißt Andre Snow Halle hier, ne? Yo. Peace out. Cool, also das war eine schöne Cutscene, hat mir gefallen und natürlich spendieren wir den Rotz, meine Fresse, warum denn nicht, wir haben es doch hier, es hängt uns doch hier schon aus allen Löchern, hängt uns doch die Kohle schon dick raus, da muss der Tim halt mal eine Extraschicht nachts einlegen, ne? Auf den Straßen von Cleveland und der Sepp. Außerdem können wir die gute Presse gebrauchen. Ne? Ihr wisst das, Leute, ihr wisst das. Promotion, Promotion und Promotion. Alles klar! Was hab ich hab so drauf, Mann. Wir haben GBO Custom Cycle für einen kleinen lokalen Deal. Ja, sicher.
Ja, das waren 500 Coins oder so, ne? Ein kleiner Deal. Haben wir eigentlich Dingsbumsen hier? Irgendwas, was ich noch nicht eingelöst habe? Ne, hier ist alles cool. Okay. Leute, ich würde sagen, belassen wir es dabei. Das Ding muss hier umgewandelt und hochgeladen werden. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Ganz viele Kommentare. Schreibt über was auch immer ihr schreiben wollt, wenn ihr irgendwie eine Diskussion anfangen wollt oder so über Basketballbezug oder mit Basketballbezug, keine Ahnung. Wenn ihr das Spiel kaufen wollt, unten in der Beschreibung seht ihr ein paar Links. Wenn ihr die anklickt, helft ihr uns enorm. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Männers!